Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, wir haben in den letzten Folgen die Reliktgebäude oder wie sie auch immer hießen. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen länger her, nimmt ein bisschen Rücksicht auf mich, danke. Abgeschlossen und jetzt sollen wir in dieses Kernstück, dieses Planet oder besser gesagt, dieses Wettersystems. Hier haben wir eine Reliktkonsole, stimmt das? Ja, die werden wir mal, mit der werden wir mal ein bisschen interagieren. Das ist ein Interfacing. Da, etwas kommt aus dem See. Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn gemacht? Bildet sich eine Brücke. Finden wir raus, wie robust sie ist. War übrigens gerade, das Spiel war gerade ein bisschen laut, kann das sein? Ja, ich habe noch die Soundeinstellung von einem anderen Spiel eingestellt. Sorry. Wie geil das einfach gemacht ist, dass hätte einfach eine Brücke entsteht. Wie geil ist das denn gemacht? Das muss ich jetzt echt mal sagen, das war stylisch. Also ich weiß ja, viele Leute haten dieses Spiel zu Tode, weil es nicht an die alte Trilogie rankam. Aber ich muss sagen, es flasht mich jedes Mal. Immer wenn ich eine neue Aufnahme starte, passiert irgend so ein episches Zeug. Wie sich diese Brücke gerade aufgetan hat, das war nur geil. Das hat einen richtig krassen Effekt. Falsches Spiel. Wie stecke ich das wieder weg? So, ne? Ja. Und laufen wir wie? Das ist Schulterwechsel. Ist aber auch okay. Okay, ups. Achso, da geht's hier runter. Ach, ich dachte schon, da kommt jetzt ein Abgrund auf mich zu. Unsere liebe Asari-Freundin ist ja auch schon da. Pibi? Redest du mit mir? Sichere Bedingungen. Die Strahlung ist gesunken. Sehr geil. Pibi, redest du mit mir oder sollen wir einfach rein? Wir reden einfach. Alles klar. Pibi will nicht mit uns reden. Wir öffnen einfach mal die Tür hier. Nice. Wieso kann ich hier jetzt auf einmal eine Waffe wechseln? Also ich habe nichts gegen, aber haben wir was Besseres? Eigentlich ja nicht, ne? Sturmgewehre haben wir nur die Avenger, Präzisionsgewehre aber. Wir hätten eine zweite Raptor. Nein! Nee, ich glaube, ich bleib so. Sturmgewehre machen wir wieder die Avenger rein. Der Mod bleibt eh drauf und da passt schon. Ich bin schon gespannt, irgendwann. Wann kann man das? Kampffitness 3. Zusatz. Holster. Das werden wir auf jeden Fall leveln, weil ich will mehr Waffen mitnehmen können. Ich will so viele Waffen tragen können, wie möglich ist. So, rein da. Da kann man. Also ist das jetzt ein größeres Areal, wo wir hier reingehen? Wo wir nochmal eine Waffe auswählen. Aber jetzt bin ich mal still, Katzin. Hi, Baby. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ja. Ja, das war doch gar nichts. Ja, ich war aber das nicht, aber warum sollen wir das nicht annehmen? Ich meine, ja komm. Und es sieht bei mir so leicht aus. Wie tief es da wohl runtergeht. Oh, geil. Biotik. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Pibi. Das hier ist der Vordereingang. Was haben... Na los, Pathfinder! Hey! Ich wollte gerade die R1-Option wählen, um zuerst zu springen, aber ich war leider zu langsam. Ich dachte jetzt nicht, dass ich in der Cutscene was machen muss. Ich hatte den Controller schon weggelegt. Fuck. Mann, ich hätte das gerne gerade genutzt und gesprungen. Ich weiß nicht, was dann gerade passiert wäre, ob ich dann zuerst gesprungen wäre oder ob er Pibi aufgehalten hätte mit unserem Sprung. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so einen großen Unterschied macht das gerade nicht. Okay. Rayon, Notiz an dich. Auch in der Cutscene. Wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alter, das ist der Erdkern, so tief wie das ist. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um.
Sehen wir uns gründlich um. Da bin ich ganz deiner Meinung, meine liebe Pibi. Sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Also hoch komme ich nicht, alles klar. Infodisplay? Ja, klar. Machen wir das Infodisplay mal. Ich hätte das Schulterwechsel. So, das geht ja auch. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Die kommen noch. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Das fürchte ich auch, ja. Das wollte schon sagen. Das ist nicht gerade das Allerbeste sein könnte, ihr Aufsehen zu erregen. Die Cats sind ja bis jetzt immer sehr feindlich. Das ist ungetan. Aha. Was haben wir denn hier? Das ist eine Leitung. Die Leitung, Sir. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Ja, okay. Dann scannen wir hier einfach mal rein und mal gucken, ob das was bringt. Diese Datenmuster-Dinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Es gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Das dachte ich mir auch gerade. Was braucht der 100 Zettabyte? Was ist Zettabyte überhaupt? Wenn ihr das wisst, ab in die Kommentare damit. Kann ich die Tür nicht scannen oder ist schon gescannt? Wir müssen irgendwie dieser Leitung folgen. Da ist der Stein, den sie runtergetreten haben. Er ist heil hier angekommen. Das heißt, wir müssen da irgendwie reinfinden. Ich guck mal, ob wir mit der Leitung in die andere Richtung fahren können. Obwohl, die Leitung geht da hoch, ne? Endet die auch da oben, die Leitung, oder wow. Wie ist das? Ich hatte wirklich gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Ja, Pibi? Fantastisch. Bist nicht wirklich weit gekommen, ich kann das vorstellen. Wo ist denn hier hoch, ja? Und da ist die Leitung. Die führt wirklich nur bis hier hoch und dann nicht weiter, ne? Ja. Das ist ja mal interessant. Warte mal, da gibt's so eine lustige Funktion, nennt sich Karte. Gucken wir da mal drauf. Es gibt wirklich nur diese eine Strecke. Wie soll ich denn da hinten mit weiterkommen? Gibt's hier noch irgendwas zu scannen? Scannen mal die Konsole hier, weil die geht bestimmt auch. Ne, die haben wir schon gescannt, alles klar. Gibt's hier denn noch irgendwas zu scannen? Irgendwie müssen wir hier doch weiterkommen. Soll es so tief unter der Erde nicht wärmer sein? Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Nur zu. Ich gebe Ihnen Deckung. Ich bin echt gerade am Struggeln. Wo müssen wir hier weiter? Was war das? Die Spur, oder besser gesagt, das Rohr mit dieser Flüssigkeit drin, das führt hier nur bis hier zur Tür. Und ansonsten kommen wir hier nirgends weiter, so ich das sehe. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Warte mal, hier nochmal dran an die Tür. Vielleicht kriege ich noch mal ein anderes. Muss ich hier noch mal sagen? Ah, hier ist noch was. Ich registriere leichte Beschädigungen. Das Muster deutet auf das Vorhandensein maßgeblicher Daten hin. Sie sind allerdings nicht zugänglich. Sie sind nicht zugänglich. Und jetzt kann ich das Teil öffnen, weil wir das alles gescannt haben. Alles klar, okay. Das ist aber nur krass. Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Hast du nur die Horrorfilme geguckt, wenn wir uns aufteilen, sind wir tot. Das war gerade sehr emotional entschieden, aber nein, wir können uns nicht aufteilen. Im Team sind wir stark.
Nein. Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Siehst du mal. Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Ich werde vorsichtig sein. Halten Sie einfach Funkkontakt. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Alter. 10 Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. 10 Credits dagegen. Alter, wir sind voll auf einer Wellenlänge, der Pathfinder und ich. Also ich und ich, also der Charakter, den ich spiele. Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist... Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Sam, behalt das für später im Kopf. Alles klar, alles klar, alles klar. Sind wir hier denn richtig? Die Räume werden immer größer, ne? Das ist unglaublich. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Das geht ja gar nicht. Keines Interesse, darf ich da runterfallen? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Durch massiven Fels gegraben, ja? Ich meine, wer so eine Technologie erbauen kann, der kann sich auch die massiven Fels... Was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Da, das brennt. Seien Sie vorsichtig. Das ist irgendwas, was uns nicht freundlich ist. Und die Radioaktivität steigt gerade. Aha. Ja. Da wollte ich doch noch irgendwas anderes sehen. Was ist das? Ich kenne die Flüssigkeit allgemein, scannen, oder wie ist das? Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universalgel. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Möglicherweise. Aber transportiert man Gel in eine Leitung, oder wie ist das? So, wir müssen da rüber, den Sprung kriegen wir doch. Also was auch immer diese Flüssigkeit ist, Sie brauchen offenbar ein ganzes Aquädukt voll davon. Machen Sie zwei draus, mindestens. Ich habe gerade eines überquert. Der Assembler ist mir schon mal nicht sympathisch. Kannst du mal aus seiner Deckung hervorkommen? Hallo! Relikte! Aus einer fucking Deckung hervor! Der ist wieder allein. Sorry, Cora! Passen Sie auf, ich dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen! Säulen als Deckung! Nee, brauche ich nicht! Ciao! Komm her! Ciao! So, das war's. Ich sollte mal meine Schilde aufladen. Geh mal in Deckung. Schilde, lässt er dich wieder auf. So, meine Schulter weg. Ich hasse es, wenn die Schulter auf links ist, ne? Unglaublich. Risk. Fun! So, wir räumen hier auf. Die haben überhaupt keine Chance. Mann, diese leichten Schutzroboter, die hier. Was ist das denn? Gibt's da noch was? Das hätten wir. Da lebt ihr was, ja? Was ist das hier für ein Raum? All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Die hatten so viel Freizeit. Nee, schon. Das hier? Wie lange dauert es, sowas auszuheben? Das ist massiver Fels. Warum ballert ihr? Lebt da noch was? Eigentlich müsste diese Flüssigkeit doch längst versiegt sein, oder? Außer natürlich, sie fließt erst wieder, seitdem diese Leitung aktiv ist. Das wäre eine Erklärung. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Und rein theoretisch können wir dort stehen? Oder ich nicht, wann sind wir dann tot? Aber egal, es geht wahrscheinlich eh bis darunter. Und die Leitung führt hier ja noch weiter, oder? Doch, die führt hier weiter. Aber hier ist eine Tür. Die werden wir betätigen. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist... Nee, kannst du gleich weiterreden. Keine Sorge. Ich muss ja noch... Könnte sie diesen Ort am Laufen halten? Wahrscheinlich.
durchaus krass, ne? Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen, wo sie enden. Wo siehst du da Straßen? Ich seh da nur ein Feld aus Metall oder was das auch immer für ein Material ist. Das können wir scannen bestimmt, ne? Nicht mal. Okay, das hat Wunder probiert. Ich dachte, ich könnte das scannen. Oh nein, Spiel will nicht. Spiel sagt nein. Wir hören auf Spiel. Das sollte nicht reinfallen. Ich hab schon wieder die Karte. Oh shit. Was war das denn? Da oben! Noch mehr Relikte! Oh! Seien Sie an den Rändern vorsichtig! Ach, echt? Sollen Sie kommen? Das war's schon! Oh shit! Augen nach oben! Sie dürfen nicht über uns kommen! Sie auch nicht. Ah! Okay, schon mal einfach so kurze Entfernung ist eigentlich schon ein bisschen was Dummes, ne? Aber egal. Was hat's die? Nicht nachlassen! Wir haben es fast geschafft! Nein. Gibt da noch was? Oder sind wir durch? Squad! Das hätten wir! Ich geh schon mal weiter, ne? Ihr klärt die Area, ne? Ich weiß noch, was ist. Sind wir dann immer noch auf der richtigen Fährte mit dem Rohr? Hey, ja, das war... Ryder, diese Artefaktbox, die ich gefunden habe, sie ist definitiv kein Machtsymbol. Die Relikte schießen immer noch auf mich. Ich versuche es mal mit einem dieser Datenmuster, die wir gesehen haben. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, Bibi, mach du mal. Können wir denn hier rein? Ja, wir könnten hier rein theoretisch rein und die Leitung würde hier auch wirklich reinführen. Aber Leute, ich würde sagen, diese Tür werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge enden. Das ist ein wunderbares Abschlussbild hier gerade. Vor einer verschlossenen Tür zu stehen, ist ein leichter Cliffhanger, aber wir hatten schon deutlich schlimmere Cliffhanger in deutlich anderen Projekten. So, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Lasst euch eine klitzekleine Bewertung da und auch ein letztes kleines Kommentar. Kommentare sind wichtig, Leute, da freuen wir uns immer mega drüber. Und ja, dann würde ich sagen, ich bleibe mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, it's you up behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. I'm only human after all, don't put the blame on me.